Okay, ich halte euch auf dem Laufenden, habe ich ja versprochen. So, die Prejudging ist vorbei. Es waren genau 36 Teilnehmer. Und die haben immer 6 pro Call-Out rausgerufen. Die ersten 5 oder 6, glaube ich. Ich war beim 4. Call-Out erst dabei. Das heißt, ja, out, also jetzt nicht Finalist, da gehe ich mal von aus. Das ist bei den Shows so, dass die ersten beiden Callouts Finale und den Sieger unter sich ausmachen. Ja, meine Analyse, bin sehr nüchtern, was das angeht. Ich habe hier natürlich mir das Beste erhofft, ist ja klar. Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Hat mich auch tipptopp gefühlt, sehr, sehr gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Also kann nichts dazu berichten, weil ich jetzt nicht sagen kann, die anderen waren breiter als ich oder dünner als ich oder ja, die Farbe war zu hell, zu dunkel. Keine Ahnung, also wirklich, weiß ich nicht. Frag mal die anderen Pros, die schon mal mitgemacht haben. Gerade die, die aus Deutschland sind oder im Allgemeinen aus Europa. Die werden euch genau das Gleiche berechnen, denke ich mal. Aber ich sehe die Sache trotzdem nicht so eng. Was heute hier passiert ist, das war meine allererste Pro-Show. Und ich werde die ganze Sache sehr nüchtern analysieren, wenn ich die Bilder gesehen habe. Ich habe bisher noch keine Bilder gesehen. Schauen wir mal, was da abgegangen ist. Also da waren sehr viele, sehr, sehr verschiedene Athleten dabei. Ja, wie schon erwähnt, breitere und schmalere, härtere kann ich nicht sagen. Also so 2, 3 Athleten, 4 Athleten, die waren mir ebenbürtig, was die Härte angeht. Also das heißt, einen ultradefinierten Sixpack und sehr gute Arme und sehr guten Rücken. Da waren einige dabei, aber nicht so viele, also so waren höchstens 3, 4. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, alle die gute Bauchmuskeln hatten oder guten Rücken hatten, dass sie da rausgeflogen sind, also so ist es nicht. Da war, glaube ich, auch beim ersten Callout einer, der war ja meiner Meinung nach schon einer der Titelanwärter. Klar habe ich mich auch als Titelanwärter angesehen, wer sieht das nicht, also man kommt nicht einfach irgendwo hin, nimmt die ganzen ja, Umstände auf sich und sagt, ich möchte ganz gerne 12. sein oder 15. oder 17. oder was weiß ich. Man sagt einfach, man will gewinnen oder zumindest bei der ersten Pro-Show hatte ich mir vorgenommen, dass ich ins Finale komme. Gut, hat nicht sollen sein. Das war meine erste Pro-Show. Nächste Woche sage ich schon. In 4 Wochen ist ja die New York Pro. Da werden wir nochmal sehen, was da abgeht und die Karten werden neu gemischt und mich haben auch schon einige hinter der Bühne angesprochen. Ja, wie bei fast allen Wettkämpfen, wow, super und du gewinnst und perfekt und besser geht nicht und so weiter und so fort. Sowas mag ich überhaupt nicht. Also Leute, wenn ihr schon mal Wettkämpfe mitgemacht habt, dann werdet ihr das nachvollziehen können. Klar freue ich mich über Komplimente und euren Support natürlich, wenn ihr mir schreibt, ja Murat, du gewinnst das oder du machst das schon. Der eine oder andere hat keine Chance und einige nennen auch irgendwelche Namen, die will ich jetzt hier auch nicht erwähnen, die bei YouTube, Facebook sehr, sehr populär sind und da waren auch einige dabei natürlich. Ja, wir werden sehen, was morgen passiert und ja, wenn nicht, dann nicht und ich habe mich heute schon mit Regeln vollgefressen, also direkt nach dem Wettkampf, ich weiß nicht, irgendwie, wenn man einen Wettkampf hatte, dann hat man auch wenn man keinen Hunger hat, da frisst man sich so dermaßen voll und vergisst die Grenzen und bis es einem übel wird. Also mir war wirklich sowas von übel und ich habe keinen einzigen Riegel gekauft,
Also hier ist so ein Überangebot von Samples und ja, alles Mögliche. Also die schmeißen dich voll mit irgendwelchen Proben und was weiß ich was, mit Riegeln und mit Dosen sogar bewerfen sie dich. Ja, ich werde nicht alles mitnehmen, ist ja klar. Also ich habe mir auch einige Sachen gekauft und für einige Freunde auch ein paar Sachen gekauft. Und da wird nicht mehr so viel Platz sein, weil ich auch meinen scheiß Grill hier noch mit dabei habe, den ich auch noch wieder zurückschleppen muss. Übrigens, Andi, du hast mir ja irgendwie geschrieben, dass es nicht funktionieren soll hier in den USA, weil die hier nur mit 110 Volt arbeiten. Es hat doch funktioniert, also langsam, aber es hat funktioniert. Also irgendwie hat es nicht so gegrillt, wie ich es wollte. Und das lag wohl daran, dass es nicht 220 wie bei uns, sondern 110 ist. Aber egal, meine Steaks waren Medium, die konnte ich gut essen. Und ja, hat sich gelohnt für einmal grillen. Super. Also New York werde ich alles anders machen. Und meine Vorbereitung werde ich absolut nicht anders machen, genauso wie jetzt. Und wenn Sie, das habe ich von vornherein schon gesagt, wenn Sie diesen Körpertypus sehen möchten, dann bewerten Sie das dementsprechend. Und wenn nicht, dann bewerten Sie das halt auch dementsprechend. Und da müssen wir uns alle beugen, da es ja eine subjektive Entscheidung ist und ich das nicht beeinflussen kann, will ich den Kopf nicht in den Sand stecken. Oh, Alter, da hier ist ein Tier. Scheiße. Sorry. Ja, hier in Florida sind andere Tiere unterwegs als bei uns. Gut, okay. Dann sage ich einfach mal aus und bis demnächst.